Willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial. Diesmal zeige ich Ihnen Remember the Milk. Und Remember the Milk ist eine Online-Aufgabenliste, ein Taskmanager, wenn Sie so wollen, in dem Sie Ihre wöchentlichen, monatlichen und auch jährlichen Aufgaben planen können und sich natürlich auch hier en Detail auf Hausarbeiten vorbereiten können, indem Sie einfach Aufgabenlisten erstellen, die Sie zu Ihrem gewünschten Lernerfolg führen. Was Sie jetzt also machen können, ist sich natürlich erstmal anmelden. Das funktioniert entweder, indem Sie einen eigenen Account hier anlegen oder über Facebook und Google das Ganze machen. Remember the Milk ist natürlich auch wieder für kooperatives Arbeiten ausgelegt. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, sich auch über Apps auf Android, Smartphones oder Tablets oder iOS hier Accounts anzulegen und Ihre Accounts zu verknüpfen und so Ihre Termine immer am Mann zu haben. Okay, wir melden uns einmal kurz an. Ich habe bereits einen Account erstellt. Und so sieht die Startseite von Remember the Milk aus. Wir haben also hier unser Hauptfenster, wo wir auf der linken Seite unseren Hauptarbeitsbereich sehen. Der ist eingeteilt nach Arbeit, Privat und Studium. Und wir können uns auch alle Aufgaben ansehen. Hier haben wir also eine Liste aller Aufgaben, unabhängig von den Kategorien, die wir vorher gewählt haben. Wir haben hier auf der rechten Seite eine Übersicht zu unseren Aufgaben. Sie sehen also hier, 4 Aufgaben habe ich bisher erfasst. Davon sind 3 überfällig. Wir haben also unter der Aufgabenliste, unter unserer Übersicht, die wir übrigens auch drucken können oder direkt in unseren Kalender importieren können, wenn wir das möchten, haben wir hier die Legende, die also uns hier schon mal eine Priorisierung vorschlägt, die wir bei den Aufgaben machen können. Wir sehen hier, das, was heute fällig wäre, fett gedruckt ist und das Überfällige unterstrichen. Und Sie sehen hier 3 Aufgaben, die bereits überfällig sind und auch hier jeweils mit Datum hinterlegt sind. Sie sehen also jetzt zum Beispiel, wir gehen mal zur Arbeit und haben hier dann das Tutorial schneiden. Wir wählen es aus und sehen dann hier in den Details, dass die Fälligkeit am 25. April war. Ein Tag hinterlegt Tutorial, kein Ort, keine URL. Hier haben Sie überhaupt freie Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können auch den Titel hier nochmal ändern und das Ganze umbenennen. Und Sie können auch Notizen hinterlegen. Und ich habe hier eine Notiz hinterlegt, und zwar Camtasia, das Programm, das ich nutze, um diese Tutorials aufzunehmen. Auch das kann man bearbeiten oder löschen. Wenn Ihnen diese ganze Ansicht hier missfällt, wenn es Ihnen zu viel ist, sich hier durch die Reiter zu klicken, das kann schon manchmal nervig sein, gerade wenn man etwas sucht, haben Sie hier oben die Möglichkeit, auf den Überblick zu klicken. Und Sie sehen dann hier, was zurzeit für Sie fällig ist. Heute nichts, morgen nichts, aber wenn Sie auf überfällig klicken, haben Sie hier dann die schon eben angezeigten Aufgaben, die ich noch nicht bearbeitet habe. Sie können, wenn Sie diese Seite als Startseite haben wollen, können Sie hier einfach klicken, diese Seite nicht überspringen. Und wenn diese Option gewählt ist, wird das Ihre Startseite sein. Gehen wir mal weiter zu den Aufgaben. Also, wir können jetzt also sagen, dass das Tutorial schneiden, wir können es einmal auswählen und können sagen, es ist erledigt und schon taucht es nicht mehr auf. Wenn wir jetzt eine neue Aufgabe hinzufügen wollen, zum Beispiel Video hochladen, dann können wir das so hinterlegen, einmal mit Enter das Ganze bestätigen. Wir können es dann einmal auswählen und hier oben über die Aktionsleiste zum Beispiel mit einer Priorität versehen. Und wir sehen ja unten in der Legende, unten rechts, dass es da 3 Prioritäten gibt und wir sagen, das ist sehr wichtig und setzen es auf Priorität 1 und haben es jetzt hier links mit einem roten Kästchen markiert. Das Ganze funktioniert natürlich ähnlich auch in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Studium. Und wir können also jetzt
sozusagen lernen, können es hier hinterlegen, können es einmal auswählen und die Fälligkeit zum Beispiel bestimmen und sagen mal, es soll zum 2.5.2014, zum Brückentag hin, fertig werden. Wir können es hier wiederholen, wir können eine Zeiteinschätzung abgeben. Zum Lernen brauche ich 3 Stunden. Wir können es mit einem Tag hinterlegen, wie zum Beispiel das Fach oder den Kurs, für das Sie es lernen wollen. Medienforschung zum Beispiel wäre jetzt hier mal ein Tag. Okay, wir überspringen mal kurz den Ort, das zeige ich Ihnen gleich. Wir können eine URL angeben und da nehmen wir mal kurz die Uni Paderborn Seite. Mit Enter bestätigen. Aufgeschoben nie und freigeben ist es auch für niemanden. Wir könnten jetzt hier noch die Notiz setzen und sagen, wichtig, wenn einem die Priorisierung nicht reicht, und speichern das Ganze. Und haben jetzt erstmal alles an Bearbeitung abgedeckt, die wir jetzt hier an dieser Stelle machen können. Wenn Sie nun einen Ort hinzufügen wollen, für einen Termin kann das ja manchmal sehr wichtig sein, wenn Sie zum Beispiel ins Feld müssen, für ein Interview etc., dann können Sie das Ganze machen, indem Sie die Orte vorher bestimmen. Und zwar gibt es hier oben dann in der Leiste den Punkt Orte. Und wir suchen einfach mal nach Paderborn und kriegen hier Paderborn, Nordrhein-Westfalen. Und da ist schon die Fahne und wir können nun den Ort hinzufügen. Okay, und da haben wir unseren Ort. Wir müssen also vorher, Sie haben es gesehen, einmal kurz in die Karte klicken, um diesen Ort dann wirklich zu benennen. Das funktioniert nicht ganz so elegant, ist aber auch in vielen Fällen vielleicht nicht nötig. Wenn es für Sie nötig ist, haben Sie es jetzt einmal gesehen, probieren Sie es einfach aus. Und wenn wir nun wieder zurück zu unseren Aufgaben klicken, haben wir nun die Möglichkeit, die Aufgabe Lernen ist noch gewählt mit dem Tag Medienforschung. Und nun gebe ich hier mal ein Paderborn und er zeigt es mir auch direkt an. Einmal klicken und nun haben wir den kompletten Termin so hinterlegt, wie er auch auftaucht. Nun gehen wir nochmal zurück zum Überblick. Und wir sehen, heute ist nichts fällig, morgen ist nichts fällig, überfällig hatten wir eben schon. Wir können uns nun hier, und das ist eine sehr schöne Erleichterung, einen Wochenplaner ausdrucken. Und wir sehen, dass der Wochenplaner uns die überfälligen Aufgaben noch mit herausgibt, aber er gibt uns vor allen Dingen auch unsere neue Aufgabe heraus, die ja am 2. Mai fertig werden soll. Und das können wir uns ausdrucken und haben das dann auch in unseren Unterlagen und wissen dann ganz genau, wie wir diese Woche planen können oder müssen. Okay, gehen wir wieder zurück zu Remember the Milk. Und was können Sie hier noch machen? Sie haben hier Ihre Kontakte. Wenn also jetzt mehrere Leute, die Sie kennen, in Remember the Milk angemeldet werden und dieses Tool auch nutzen, könnten Sie sich hier zu einer Gruppe zusammentun, die gleichzeitig Zugriff auf die Gruppentermine hat. Das ist sehr schön, wenn man zum Beispiel eine Lerngruppe verwaltet. Da ist jeder immer auf dem aktuellen Stand und weiß auch, was zu tun ist. Okay. Dann rechts daneben die Einstellungen. Was hier interessant ist, Sie können die Listen verändern. Sie können also sagen, zum Beispiel privat braucht hier drin nicht auftauchen, also kann ich diese Liste hier löschen. Sie können auch eine Liste hinzufügen und jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten eine reine Medientheorie-Liste haben zum Lernen und diese Liste würde dann auch wieder auftauchen. Sie können hier mit Ihren Tags nochmal umgehen, diese bearbeiten, Tags zusammenführen, Tags löschen. Sie haben hier die Orte, die hier nochmal verwaltet werden können. Paderborn haben wir gerade hinzugefügt. Sie können hier sagen, wie Sie erinnert werden wollen, zum Beispiel auch per E-Mail, dass Ihnen also am Tag, bevor die Aufgabe fällig wird oder an dem die Aufgabe fällig wird, möchten Sie eine Mail bekommen, die Sie nochmal daran erinnert. Zurück zum Überblick oder zurück zu den Aufgaben vielmehr. Und Sie sehen jetzt auch hier die neue Liste Medientheorie. Da ist noch nichts drin. Okay, wir haben hier also unsere Medientheorie-Liste angelegt und
möchten jetzt den Inhalt, den wir hier im Studium angelegt haben, und zwar das Lernen für die Medienforschung, in diese Liste verschieben. Dazu haben wir hier die Möglichkeit, Medienforschung auszuwählen und über die Liste der Aktionen zu gehen. Und wir haben hier unten die Möglichkeit, das Ganze verschieben zu Medientheorie-Liste. Einen Moment warten und jetzt gucken wir mal rein. Und da ist der Punkt. Wunderbar. Wir können von hier jetzt auch das Ganze senden an, freigeben für. Das funktioniert allerdings nur, wenn man hier wirklich schon vernetzt ist mit einigen anderen Mitstreitern. Wenn ich jetzt sagen würde, senden an, würde er mir sagen, ich habe keine Kontakte. Das Ganze funktioniert so also nicht. Sie müssen sich hier schon organisiert haben, damit das funktioniert. Wenn Sie den Punkt nicht ausgewählt haben, haben Sie hier auch noch die Möglichkeit, in der globalen Übersicht das Ganze dann freizugeben, zum Beispiel freigeben für Kontakte, die Sie dann auswählen können, um dann wirklich gemeinsam an dieser Liste und mit dieser Liste zu arbeiten. Sie können das Ganze auch nochmal für Ihre kompletten Kontakte veröffentlichen oder die Liste komplett öffentlich machen, so dass sie von der gesamten Community gesehen werden kann. Sie sehen also, Medientheorie ist jetzt öffentlich sichtbar. Was auch noch eine sehr schöne Möglichkeit von Remember the Milk ist, Sie müssen hier gar nicht alles eingeben, Sie können direkt hier in der Aufgabenleiste schon einiges vorwegnehmen. Eine weitere schöne Funktion von Remember the Milk funktioniert im Moment leider nur auf Englisch, aber ich will sie Ihnen trotzdem mal demonstrieren. Call XY next Wednesday. Und Sie sehen, er hat diese Aufgabe hinzugefügt und sofort den 7. Mai als Fälligkeitsdatum. Der 7. Mai ist der nächste Mittwoch. Das funktioniert im Moment, wie gesagt, leider nur auf Englisch. Wir können jetzt auch zum Beispiel Call XY Tuesday. Und Sie sehen, die Liste zeigt nun auch den Dienstag an, um XY anzurufen. Hier ist natürlich auch schon nach der Zeit sortiert. Wir haben also Dienstag, Freitag und den 7. Mai in unserer Liste. Das funktioniert ganz automatisch. Und wir können noch eine weitere Sache machen. Remember the Milk. Ich müsste eigentlich mehr in die Privatliste. Und wenn Sie nun ein Ausrufungszeichen eintippen, können Sie hier direkt die Prioritäten setzen und einmal bestätigen und wir haben dann hier den blauen Indikator für die Priorität 2. Weitere kleine Funktionen können Sie sich dann hier ansehen, über das kleine Fragezeichen, was dort alles möglich ist. Im Moment leider nur auf Englisch, aber auch eine schöne Sache. Okay, was kann ich Ihnen noch zeigen? Wir haben hier noch den Eingang und gesendet. Das Ganze wird dann interessant, wenn Sie wirklich in einer Community arbeiten und hier auch Aufgaben zugewiesen bekommen, die dann im Eingang auftauchen. Oder eben bei gesendet werden Aufgaben ausgewiesen, die Sie wiederum an andere geschickt haben. Okay, probieren Sie es einfach mal aus, organisieren Sie sich, gucken, ob es hilft. Es ist wirklich sehr schön, so geht einem eigentlich keine Aufgabe, kein Lernen mehr verloren. Okay, besten Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.